Was macht man mit einem Objektiv, das auf den ersten Blick den Eindruck erwecken möchte, ein Lochkamera-Vorsatz für eine moderne DSLR-Kamera zu sein? Dann allerdings entdeckt man, dass das Objektiv immerhin groß genug ist, um den einen Ausschalter für den Autofokus aufzunehmen. Die typische Markierung der EFS-Objektive zeigt an, dass dieses Objektiv speziell für die APS-C-Kameras im Canon EOS-Programm ausgelegt ist. Dustin Abbott hat nicht Unrecht, wenn er sagt, dass so mancher das EFS 24mm Pancake anstelle des Gehäuseschutzdeckels verwenden werde. Es ist tatsächlich kaum größer als dieses kleine Stück Plastik. Mein Name ist Gerhard Ochsenfeld. Ich möchte anhand verschiedener Bildbeispiele zeigen, weshalb sich ein genauer Blick auf das EFS 24mm f2.8 STM lohnt und was man damit anstellen kann. So leise, so bescheiden, gar bedauernswert, wie dieses Objektiv im Vergleich zu anderen optischen Werkzeugen daherkommt, ist automatisch erst einmal Skepsis aufgerufen. Das ging auch mir so. Als reines APS-C-Objektiv kommt das 24mm STM zwar nur als Halbbruder des EF 24mm f2.8 ISUSM daher, aber immerhin mit derselben Anfangsöffnung. Für kaum ein Drittel des Preises. Da kann man schon mal genauer hinschauen, was dieser Halbbruder so leistet, zumal der große Bruder in Sachen Abbildungsschärfe nicht gerade mit Vorbildcharakter glänzt. Zugegeben, für 150% des Preises den Canon für diesen großen Bruder abruft, leert ein Sigma 24mm f1.4 DG HSM aus der Art-Serie Canon gewiss nicht das Fürchten. Wegen des Preises wird Canon seine Kundschaft schon haben. Aber die optische Leistungsfähigkeit des Fremdobjektivs muss Canon die bloße Scham lehren. In diesem Spannungsfeld kommt ein EFS 24mm STM keck daher und muss sich noch nicht einmal verstecken. Zuerst möchte ich ganz nüchtern in Vergleichen zeigen, was das 24mm Pancake leisten kann und was nicht. Wie man sehen kann, habe ich für die ersten Vergleichstests fast jede Mühe gescheut und ein Stativ bei mir einfach auf den Schreibtisch gestellt und nach draußen fotografiert. Anhand der gelben Linien, die ich vertikal eingezogen habe, sieht man die Neigung des Objektivs zur konvexen Verzeichnung, die aber recht bescheiden ausfällt und in der Nachbearbeitung leicht zu bewältigen ist. Im ersten Schritt habe ich den markierten Zaun zum Hauptmotiv erkoren und die Kamera in die Ecken hinein auf dem Stativkopf verschwenkt, wie ich es auf dieser Bildbearbeitung andeute. Die Ergebnisse stelle ich hier in 100% gegenüber. Dabei möchte ich noch einmal hervorheben, dass die 100% erreicht sind bei 1920 x 1080 Pixeln. Kleinere oder größere Darstellungen des Videos sind also nicht ganz authentisch. Dieser Zaun ist etwa 65 Meter vom Kamerastandpunkt entfernt. Die 24 mm am APS-C-Sensor sind effektiv nur ein wenig kürzer als jene 40 mm, die Canon für das Vollformat mit dem EF 40 mm f2.8 STM anbietet. Das Bildergebnis ist nicht wirklich scharf. Diese Übung geht auch besser. Aber positiv überrascht hat mich die geringe Neigung des 24mm Pancake zu verzerren und die konstante Schärfe auch in die Ecken hinein. Ernüchternd war da der Vergleich mit dem EFS 15-85mm f3,5-5,6 ISUSM. Nicht gerade ein Low-Budget-Objektiv, das also mit einigem Anspruch und Selbstbewusstsein daherkommt. Ebenfalls bei 24mm, aber nun mit einer Blende 4,0, die bei dem Zoom bei 24mm als Anfangsöffnung zur Verfügung steht, zeigt das EFS 15-85 zunächst, was wir an Schärfe durchaus erwarten dürfen. Aber bei der Verschwenkung des Kopfes sieht man dann, dass das Zoom wesentlich stärker verzerrt als das doch recht einfache Pancake. Und das Zoom zeigt bei der unterschiedlich starken Verschwenkung mithin extreme Schärfeverluste und verschwindet gleichsam im Schatten des Däumlingsobjektivs. Nun musste also noch der Vergleich des 24mm STM bei verschiedenen Blenden her. Und hier mag das Objektiv erstaunen oder ernüchtern. Bei der Einstellung auf das 65 Meter weit entfernte Objekt nimmt mit kleinerer Blende die Tiefenschärfe etwas zu, die absolute Schärfe aber ist bereits bei Offenblende gleich gut oder gleich bescheiden wie bei kleineren Blendenöffnungen. Wenn nun also selbst das 15-85mm zumindest im Zentrum zeigt,
dass einem mehr an Schärfe geht, dann drängt sich die Frage auf, wie bescheiden sich denn das 24mm Pancake nun wirklich ausnimmt. Ich habe also den unmittelbaren Vergleich mit anderen Festbrennweiten angestellt. Hier zunächst ein Vergleich im Unendlichen. Der Waldsaum an der Horizontlinie ist mehr als 2 Kilometer entfernt und kann für die gewählten Brennweiten deshalb optisch als unendlich unterstellt werden. Allen Objektiven mit Blende 4 die gleichen Bedingungen geboten, kommt das Pancake insgesamt etwas weich daher. Das EF 35mm f2.0, das am APS-C-Sensor eine Normalbrennweite von 56mm abgibt, besticht durch Schärfe und einen schönen Kontrast. By the way, bei anderen Aufnahmen ist mir aufgefallen, dass das 35mm f2.0 überhaupt für den Crop-Sensor ein Normalobjektiv der Spitzenklasse abgibt und auch mit chromatischen Aberrationen fast gar nichts am Hut hat. Das EF 50mm f1.4 USM, preislich und qualitativ nicht an der Unterkante angesiedelt, bedient Ernüchterung. Vergleichbares bekommt man auch im mittleren Entfernungsbereich geboten, der mich nicht minder interessiert, weil ich die 24mm am APS-C-Sensor auch für den Porträtbereich interessant finde. Hier habe ich aber einen Vergleich nach Abbildungsmaßstab vorgenommen und habe also den Abstand zu den testhalber fotografierten Zeitungsausschnitten bzw. Schriftproben entsprechend angepasst. Mit dem 24mm war ich etwas zu nahe dran, was aber den Vergleich nämlich aussagelos macht. Und wieder überrascht das Pancake positiv. Alle Aufnahmen, ebenfalls mit der Blende 4 aufgenommen, besticht das EF 35mm f2.0 und kann sich sogar mit dem EFS 60mm Makro messen. Das Makroobjektiv, im Nahbereich optimiert und tatsächlich leistungsfähiger, zeigt sich hier bei 5 Metern Aufnahmedistanz ebenbürtig mit dem 35mm Objektiv, das ursächlich im Unendlichen optimiert ist und bei fast 3 Metern Aufnahmeabstand eine wirklich hervorragende Leistung zeigt. Mit dieser Übung schlägt aber das bescheidene 24mm Pancake das 50mm 1.4 nun sogar überraschend deutlich. Was also macht man mit diesem im Wortsinn merkwürdigen Objektiv? Wie ich versprochen hatte, möchte ich einige Fotos aus der Praxis zeigen. Zunächst ein Porträt. Natürlich mag ich auch nicht auf die Idee kommen, ausgerechnet die umgerechnet knappen 40mm zu nutzen, um Menschen zu porträtieren. Aber je nach den räumlichen Gegebenheiten und je nach dem Verwendungszweck kann sich das durchaus doch aufdrängen. So fand ich mich in der recht kleinen Biobäckerei von Enrique Rosales in Velbert-Langenberg im Windrather Tal zu beengt mit dem 35mm Objektiv und habe mit dem 24mm Pancake überzeugende Arbeitsporträts eingefahren. Das bloße Gehäuse passt fast in jede Tasche. Und wenn dabei das Objektiv so gar nicht aufträgt und wenn das Objektiv dabei dann so ordentliche Arbeit leistet, dann tut man das auch gern. Das 24mm Pancake wird so leicht zum Allrounder und ständigen Begleiter, der trotz der Beschränkung auf die eine Brennweite richtig viel zu bieten hat, wo gerade Zoom-Objektive trotz ihrer Vielfalt Enttäuschung säen. Nun mag mancher sagen, dass dann eine Kompaktkamera doch mehr überzeugt und in die Hemdtasche passt. Aber nach meinen Erfahrungen mit der SX30 überzeugen die Bildergebnisse nicht wirklich. Die Sensoren in der Klasse der Kompaktkameras und der Brückenkameras sind zwar hochauflösend, in Megapixeln betrachtet, aber einfach zu klein für scharfe Bildergebnisse. Weniger am einzelnen Bildpunkt als ursächlich optisch stößt man da an Grenzen, die den Spaß an der Fotografie vergraulen. Und auch wenn mit dem 24mm STM Wünsche in der Schärfe und auch gerade im Randbereich bei den chromatischen Aberrationen offen bleiben, was ich hier in 100% zeige, das können, wer das möchte, an der Wand mit einer Auflösung von 200 dpi 44 x 66 cm sein. Eine schon nicht mehr alltägliche Größe. Zum Abschluss noch ein Beispiel aus der Stadtfotografie, wobei ich dieses Objektiv nicht ursächlich für Architekturaufnahmen präferieren würde. Dennoch lassen sich in der Nachbearbeitung damit Bildergebnisse erzielen, die sich von einer Fotografie mit richtig teurer Optik nur noch wenig unterscheiden lassen, nämlich am Ende nur noch in der Detailschärfe.
auf Schwarz-Weiß umgewandelt, habe ich mal ein paar farbige Linien eingezogen, damit man die stürzenden Linien und die Bildwölbung des Ursprungsmaterials gut sehen kann. Einige Belichtungen gemacht habe ich schließlich für den Mittelgrund drei Aufnahmen ineinander gebaut, damit die Straße nur noch moderat befahren war und ein schönes Bild abgibt. Die Wölbung war mit nur 9 Einheiten in Photoshop leicht korrigiert. Die stürzenden Linien habe ich bewusst nicht vollständig zurückgenommen. Gerade bei sehr hohen Gebäuden wirkt eine vollständige Korrektur wie eine mathematische Zeichnung und verwirrt optisch durch den Eindruck, als flögen hohe Gebäude oben auseinander. Selbst bei der vergleichsweise kleinen Synagoge, die ich mit dem Samyang 10 mm und in waagerechter Kameraausrichtung aufgenommen hatte, ist der optische Eindruck schon nicht mehr natürlich und sehgewohnheitlich nicht ganz korrekt. Zur Auflösungsleistung des IFS 24mm f2.8 hier noch einmal 300% Ausschnitte aus der Fotografie von vorhin nach allen Bildbearbeitungen. Bei dem gebotenen Preis macht Canon es aber nicht schwer, dann zu einem Kompromiss mit einer Anfangsblende von 2,8 zu greifen, wo man vielleicht ebenfalls das höherpreisige Sigma scheut, ganz gleich, ob man dafür sich persönlich den Bedarf nicht sieht oder der Preis die Möglichkeiten einfach überreizt. Denn was man mit diesem Kompromiss an optischer Leistung bekommt, ist bei weitem nicht so bescheiden, wie das Image dieses in Malaysia produzierten optischen Werkzeugs vielleicht suggeriert.